Jetzt haben wir den guten Ton. Für meinen Kanal oder für deinen? Für deinen. Ja, erzähl. Hallo ihr Lieben. Läuft das gerade? Ja, läuft. Wo muss ich jetzt hingucken? Da, in dieses Ding da, gell? Hier. Okay. Also wir sind gerade hier in dem Tony Robbins Seminar. Wisst ihr ja schon, heute ist Tag 2. Es ist jetzt gerade kurze Pause. Wir laufen jetzt hier rum. Ich habe wieder einige gesehen von YouTube, zum Beispiel Tadeusz Koroma. Ich glaube, den kennen auch einige. Ich finde den so cool. Ey, man wächst wirklich aus sich hinaus hier. Das ist richtig geil. Wir sollten heute unsere Träume und Ziele nochmal festlegen. Wie fandest du das? Wie empfandest du das? Also ich fand, es war befreiend. Also richtig befreiend für mich. Weil bis man sich da drauf wirklich konzentrieren kann, was einen wirklich zu schaffen macht, bis man sich darauf konzentrieren kann und die Lösung finden kann, wie kann man das überhaupt ändern, ja, ist ein richtig schwieriger Prozess. Weil wenn jemand sagt, ey, du kannst alles, wenn dir alles offen steht, was würdest du denn wollen? Dann dauert es voll lange, bis du diese Möglichkeit überhaupt in Betracht ziehst. Jetzt frag du dich mal, stell dir mal vor, es wäre alles möglich. Mach jetzt alles weg, ja? Eltern, Familie, so, ja. Geld, du hättest schon alles. Dein größtes Problem, was dich bedrückt jeden Tag. Genau, quasi. Das wäre jetzt weg und du hast genug Geld, du hast alles Geld der Welt. Was würdest du dann tun? Und dann merkst du richtig, da war die ganze Zeit so eine Mauer, weil daran denken wir ja gar nicht. Was würde ich tun, wenn ich schon alles hätte? Ja. Da musst du erst mal überlegen. Und hier kriegst du diese Option, aus dir hinaus zu wachsen, anders mal zu denken. Und dann kann ich jetzt jedem, der mir zuschaut, jeder hat jetzt eine Aufgabe von mir, schreibt dir auf, was wünschst du dir wirklich vom Leben? Aber ohne jetzt zu sagen, ja, aber schaffe ich ja eh nicht, schreib es dir mal trotzdem auf. Was willst du vom Leben wirklich? Ja. Erzähl mal jetzt ein bisschen, wie war das jetzt bei dir? Du hast ja eben gerade erzählt, du hast dich für zwei Dinge entschieden. Die Sache ist, mir kam es so vor, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe mich eigentlich für etwas entschieden, um eine Sache zu lösen. Ich möchte jetzt hier also in dem Video nicht darüber reden. Ja? Um eine Sache zu lösen, die mich jetzt schon seit längerem sehr bedrückt. Und dann kam mir so die Lösung auf einmal. Und dann dachte ich mir, krass, das ist jetzt gerade der Ist-Zustand. Das nervt mich total. Und eigentlich müsstest du einfach nur halt etwas in Gang setzen und den nötigen Einsatz bringen, um das Ganze umzudrehen. Und das dann ist nicht mehr nervt. Und dann habe ich mich so in diesen Moment reinversetzt, dachte mir, ey, das wäre Traum. Dann hätte ich echt jeden Tag nichts mehr, was mich nervt. Mhm. Gar nichts mehr. Aber bei dir muss ich sagen, du bist eher ein positiver Mensch. Ja, also jetzt, ich möchte nicht sagen, meine Zuschauer sind alle negativ, nicht, das nicht, aber du bist schon ein extrem positiver Mensch. Ja. Wir leben ja zusammen, wir sind zusammen aufgewachsen und wir erleben die gleichen Situationen, aber bei dir, du erlebst sie immer, du siehst immer das Positive an der Sache. Ja. Und ich meine, wir sind ja 4 Kinder und wir alle 3 anderen sind nicht ganz so positiv wie du. Ich komme zwar vielleicht näher an dich heran, aber ich bin auch nicht so positiv wie du. Ich sehe schon auch oft das Negative. Und wenn du jetzt sagst, dann gibt es nichts mehr, was mich nervt, andere würden sagen, ja, dann hat's gut. Ja, bei dem läuft alles gut, aber es ist nicht alles gut bei dir. Wenn die wüssten, was jetzt bei dir im Hintergrund läuft, was alles schief läuft, was du jetzt gerade für riesen Hindernisse hast, das wissen die ja nicht. Ja. Ja. Aber man muss halt dazu sagen, wenn andere dann jetzt Probleme haben oder wenn du zuschaust und du hast Riesenprobleme, denke nicht, ja, aber die haben es ja gut, ja, die sind jetzt bei Anthony Robbins, können sich das leisten. Ey, das ist nicht alles so einfach, aber es ist immer die Sicht, deine Sicht der Dinge. Ich muss dazu sagen, genau, jetzt hätte ich gerade fast total überhört, was du gesagt hast. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es halt sau oft die Sache, dass ich mit einem langwierigen Prozess gelernt habe. Also ich denke mal, das hat locker mal 1-2 Jahre gedauert und ich bin immer noch nicht am Ende. Die Sichtweise auf die Dinge einfach zu verändern. Ja. Und auf einmal, also natürlich, ich habe 1000 Probleme, 1000 Sachen, aber ich finde es immer so lustig, weil, ich habe Probleme, so, ja. Dann hörst du dir die an, denkst du, wenn der meins wüsste oder wenn die jetzt meine YouTube-Zuschauer von mir wüssten, oh mein Gott. Manchmal muss ich echt über Leute lachen, die dann da ankommen und irgendwas lächerlich. Also nicht jetzt lachen im herablassenden Sinne, sondern. Die haben so eine geile Sprache, gell? British-Englisch ist geil. Es geht nur darum, dass man hinterfragt, ist es wirklich so schlimm? Ja, darüber hatten die ja gestern gesprochen, wenn du ein Problem hast. Ist es wirklich so schlimm? Zuallererst. Oder übertreibst du nur gerade? Ja, das ist halt eben die Sache. Aber man muss jetzt mal ganz kurz hier dazu sagen, warum gehen wir da lang? Ja. Warum habe ich den Titel von meinem Buch? Glücklich ohne Grund. So. Glücklich ohne Grund, das bedeutet, am Tag entweder läuft es gut oder schlecht, ja. Aber ich bin trotzdem glücklich. Genau. Und das ist ja eine Entscheidung.
das fällt aber sehr vielen schwer, weil... Die wissen es nicht, es fällt nicht einem... Weißt du warum, Marvin? Wir haben doch diese 6 Grundbedürfnisse und manche haben dieses Grundbedürfnis mit ihrem Leid, mit ihrer Trauer, mit ihrem, bei mir ist eh alles falsch, damit beweisen sie sich, dass sie etwas Besonderes sind, unbewusst natürlich. Das muss man dann wegmachen und an erster Stelle zum Beispiel die Liebe hinstellen, die Liebe auch vielleicht zu sich selbst. Dann geht es weg, weil dann willst du, dass du ja glücklich bist und dann machst du an erster Stelle das Glück. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt über unsere Probleme reden, das kann ich jetzt nicht hier auf YouTube, das wäre mir dann schon zu privat, aber ich glaube, wenn wir das wirklich offen erzählen könnten, dann würden sehr, sehr viele wach werden und würden sagen, oh Gott, okay, ihr habt recht, man kann wirklich einiges ändern in seinem Leben, nur durch die Sicht der Dinge und durch seine eigene Einstellung. Und am Ende des Tages kann man sich halt immer die Frage stellen, sind das wirklich Probleme? Es sind alles Herausforderungen. Weißt du, ich meine, sind das wirklich Probleme? Ja. Die meisten, jetzt wie gute Freunde von mir, die jetzt so kurz vor dem Ende der Uni stehen, die sind am Zusammenbrechen. Guck mal, jetzt wo du das sagst, du hast ja gestern war ich auf Instagram, gestern Nacht ganz kurz, dann habe ich ein Bild gesehen von einem 2-jährigen Mädchen, das lag so mit dem Rücken zur Kamera und da stand dann, dass ihr Vater ist misshandelt und vergewaltigt. Ich musste mir die Tränen zurückhalten, da dachte ich mir, das ist ein echtes Problem, das ist wirklich ein Problem. Dann hast du doch erzählt von einem Mädchen, das hier auf einem Seminar mal war, genau. Da ging es wieder um Probleme und jeder denkt, ich habe die schlimmsten Probleme. Steht das Mädchen auf, selbst der Toni hatte da Tränen in den Augen, das war jetzt nicht heute. Und sie hatte erzählt, bei ihr ist es so, dass sie als 6-jähriges Mädchen gruppenvergewaltigt wurde von mehreren verschiedenen. Sie war eine Sekte von ihren Eltern oder was und wurde vergewaltigt, missbraucht. Ey, Toni kam die Tränen, weil dann weiß er ja auch nicht mal, was er sagen soll. Was willst du dann in so einem Moment dann noch machen? Weil das ist dann wirklich ein Problem. Das ist echt ein Problem. Ja. Was willst du da jetzt noch sagen? Ja. Und dann hinterfrage alles, was du jetzt gerade erlebst. Ist es wirklich so schlimm? Das wäre wirklich schlimm. Und man muss dazu sagen, was ich ganz am Ende bei mir dann wirklich noch immer, was ich mir einrede, um zumindest ein bisschen Entspannung daraus zu ziehen. So worst case von allem jetzt, ja? Mhm. Abgesehen jetzt von irgendeinem Autounfall, tot oder querschnittsgelähmt oder was weiß ich. Selbst querschnittsgelähmt wäre ja noch nicht mal so schlimm. Ja. Die Leute leben gut, ja, heutzutage. Ja. Am Ende des Tages, wenn etwas scheitert, wir haben ja immer Angst vom Scheitern und keine Ahnung. Und es ist wirklich wie so eine Todesangst, genau. Aber am Ende des Tages können wir wirklich alle, die dieses Video sehen, die haben Internet. Das bedeutet, die leben in irgendeinem Land, wo Internet existiert. Das bedeutet, sie haben Geld für Internet. Ja, also irgendwie, das heißt, sie sind sie haben auch zu irgendwo essen. Am Ende des Tages kann alles schiefgehen. Alles, wirklich alles. Und selbst wenn du auf der Straße lebst, in so einem Land wie Deutschland, ey, wie viele Leute haben genug zu essen und zu trinken durch Pfandflaschen? Ja. Die Leute in Kenia und Ghana, gib denen mal 25 Cent pro Pfandflasche und lass sie mal irgendwo Frankfurter Hauptbahnhof Pfandflaschen sammeln gehen. Die wären glücklich. Das wäre der Baba von seinem Dorf, der würde sagen, ey, ich habe heute 500, keine Ahnung, 50 Flaschen gesammelt. Ja, wie viel Euro hast du denn? Der wird sich damit eine Villa bauen und der wird wahrscheinlich sogar von dem Geld keine Villa bauen. Der wird wahrscheinlich von dem Geld so viel Essen kaufen und die anderen an die anderen verteilen. Ja. Einfach nur um weiß ich meine. Ja, noch zu teilen. Ne? Und der hat ja in dem Moment nichts. Und wir rasten quasi aus in unserem Frust, weiß ich mal, fressen uns voll mit diesem Frust, rasten aus und am Ende des Tages denkst du, dir passiert nichts. Deswegen dieses Glücklich ohne Grund, scheißegal. Das Buch ist geil, müsst ihr euch holen. Ich mach den Link einfach unten rein. Ja, das Buch alleine gibt's ja nicht, es gibt's ja nur, das ist ja mein komplettes Programm. Ist ja mein komplettes Programm. Ja, Self-Alkohol. Wenn du wissen willst, wie du mit deinem Alkoholkonsum besser umgehen kannst, geiles Programm, kann ich dir nur empfehlen. Unten verlinkt, schau es dir auch unbedingt an. Es geht ja da nicht nur um Alkohol, sondern einfach um dein Leben, dass du das glücklicher und erfolgreicher gestaltest. Ja? Genau, Titel ist ja sorglos trinken, erfolgreich leben. Ja. Die zwei Sachen, das ist das Wichtigste. Und jetzt, wenn sich die Leute fragen, warum Alkohol, das ist einfach meine Passion. Student, Schüler, volles Programm. Ja, aber nicht Passion, weil du ein Trinker bist, sondern einfach nur, weil du mit diesem Thema jetzt konfrontiert worden bist und siehst, wie Menschen mit Alkohol umgehen. Ja, ich meine, jetzt gerade eben auf dem Seminar, eine Frau hinter mir, die hat so nach Alkohol gerochen, sehr stark. Ich hatte mit ihr eine Partnerübung gemacht. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr. Sie hat Englisch gesprochen. Dann habe ich irgendwie gemeint, ich muss aufs Klo. Aber dann dachte ich mir, so eine Frau in meinem Alter, nee, die war älter. Du musst schon älter gewesen sein, aber so stark nach Alkohol zu riechen. Ja, das ist es halt eben. Das Problem ist... Ich dachte mir, die müssen mal ein Programm kaufen. Also der Frau, ja, genau. Die hätte man echt fragen müssen, macht dir eigentlich noch Alkohol Spaß? Weißt du, was ich meine? Weil ab dem Punkt merkst du ja, okay, da läuft was schief. Aber die meisten merken es nicht. Deswegen so geiles Programm. Früh am Morgen schon zu trinken, ja. Eben. Ist krass. Eben. Seht ihr, wie viele Menschen das sind? Krass, gell? Aber hallo, alles voll. Also es ist jetzt der halbe Tag, ist jetzt um. Ich werde nachher noch mal ein kurzes Feedback geben. So viel jetzt zu jetzt. Mhm. Hast du da noch irgendwas zu sagen? Ach so, wir sind im, wie heißt es, Excel London. Es ist größer, na okay, ich glaube nicht, dass es größer als die Frankfurter Messe ist. Ich glaube auch nicht. Aber es ist bis jetzt die größte
Halle, in der ich bis jetzt war, wo ein Vortrag gehalten wurde oder Seminar stattgefunden hat. Meinst du, in die Halle passen 10.500 Menschen? Boah. 10.500. Krass. Naja, gut. Dann war es soweit von uns. Es war unser Spaziergang-Talk. The Lehrer, Mami Fit, denkt immer dran. Mehr Spaß, mehr Erfolg und weniger Sorgen. Bis dann. Ciao.